Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Was bekommt ihr, wenn ihr Desiree Nick bei Wish bestellt? Richtig, Matthias Mangiapane, der ist nämlich zurück und keift richtig rum wie eine Natter, greift hier andere Teilnehmer bei Forsthaus Rampensau an. Ja, ja, doch, doch. Jetzt wundert ihr euch natürlich, hä, Forsthaus Rampensau? Moment mal, hat da Danny nicht im Dezember drüber gesprochen? Genau, weil wir im Dezember über Forsthaus Rampensau gesprochen haben. Wir haben ja exklusiv auf Join-Format reagiert und das ist jetzt ins Free-TV gekommen, also am Anfang des Jahres und wurde jetzt in seiner finalen Form, also die finale Folge, ausgestrahlt. So erstmal zur Information, das heißt auch die, die ohne Streamingdienst noch den Bildröhrenfernseher haben, nein Spaß, die natürlich keinen Streamingdienst haben, haben jetzt Forsthaus Rampensau das Finale gesehen und sind jetzt auf den Stand, auf dem ihr schon im Dezember wart. So, jetzt ist hier ein Streit weiter entflammt, nämlich der Streit zwischen Matthias und Philipp Bender. Wenn ihr euch nicht erinnert, Philipp Bender ist der Freund von Jasmin Herren. So, ich versuche euch das in Erinnerung zurückzuholen. Die hatten ja während des Formates miteinander immer mal wieder Schwierigkeiten, weil Matthias Art, sagen wir mal, so anstrengend ist wie Nudelwasser, was einfach zu doll aufgekocht ist und einfach übergeschwappt ist. Man hat ihn schlichtweg außer Acht gelassen. Und genauso hat sich Matthias verhalten. Im Format immer wieder kratzbürstig ist er aus der Haut gefahren. Ja, ja, man wundert sich nicht, so ist er halt. Aber auch Aktionen, wie er mit seiner Mutter umgegangen ist, sind natürlich in negativer Erinnerung geblieben. Und natürlich auch das ganze Verhalten, wie er umgegangen ist mit den anderen Forsthaus-Teilnehmern. Das erstmal zur großen Übersicht. Darüber werden wir heute sprechen. Ich zeige euch einen erneuten Angriff von Matthias gegen Philipp, wo er schon richtig, wie ich persönlich finde, beleidigend geworden ist, meine Lieben. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du auch an diesem Thema dran geblieben bist, dann für dich herzlich eingeladen, dich unserer Community anzuschließen. Es fehlen nur noch 18 und dann haben wir es geschafft, 28.400. Ich würde mich freuen, wenn du einem kostenlosen Abo zustimmst. Ein Abo kostet dich nichts und du dich unserer mittelgroßen Trash-Familie anschließt. Ich lade für euch dreimal am Tag hoch, morgens um 8, vormittags um 11 und nachmittags um 14 Uhr. Der hat's ja nötig. Ja, das bekommt ihr, wenn ihr Trash bei Wish bestellt, bekommt ihr Danny. Aber das ist okay für mich. Gut, okay, was machen wir als erstes? Wir gucken uns als erstes zum Warmwerden ein Interview von Sam Dillon, doch, und Diogo an, zum Warmwerden, bevor wir mit diesem ganzen Skandal beginnen. Denn auch dort gab es ja Schwierigkeiten und diese Schwierigkeiten scheinen aber zum Glück, da hat der Trash-Gott Gnade walten lassen, ja, zum Glück aus der Welt geschafft worden zu sein. Deswegen hole ich jetzt das Katzenreporter-Handy. Und wir gucken mal rein, was Sam Dillon und Diogo mit dem Blitzlichtgewitterreporter zu besprechen haben. Es gibt eh keinen besseren Reporter als der Katzenreporter. Schreibt es mir in die Kommentare, feuerfrei. Ich kann ja auch festhalten, wir mögen uns ja eigentlich, glaube ich. Ja. Aber ich habe ja Diogo nochmal eine Nachricht geschrieben, nachdem die letzte Folge lief, habe ich nochmal gratuliert. Ich habe leider keine Antwort auf Instagram bekommen. Ja. Habe ich nicht gesehen. Achso. Keine Antwort auf die Glückwünsche von Sam Dillon. Habe ich nicht gesehen. Wirklich nicht. Wirklich. Warte, ich kann ja nochmal gucken. Bei Instagram, oder? Ja, oder vielleicht habe ich das jemand anders geschrieben. Ich habe das aber wirklich nicht gesehen. Sonst hätte ich ja geantwortet. Wir kamen ja heute tatsächlich. Wir haben ja geredet danach. Du hast eh schon persönlich gesagt. Ja, aber ich wollte jetzt. Guck mal, kannst du es mal bitte vorlesen, wie süß ich. Ja. Guck mal, ich bin doch süß, oder? Und darauf kriege ich keine Antwort. Diogo, jetzt wo ich es nochmal gesehen habe, nochmals Glückwunsch von mir. Ihr habt das verdient gewonnen. Nehme mir meine Spitzen nicht immer so böse. In Wirklichkeit mag ich dich ja. Gesehen, wie schön. Ich hab dich gesehen. Ja, also hier haben wir einen kurzen Ausschnitt gehabt von Sam Dillon bzw. von Diogo, dass hier erstmal, wie ich finde, Frieden eingekehrt ist. Die Aussagen, die Sam Dillon im Forsthaus Rampensau zu Diogo gesagt haben, waren schon ziemlich übel und damit meine ich nicht diese ganze Schlotze-Geschichte in der Dusche, nee, damit meinte ich tatsächlich diese ganze Geschichte, wie vorverurteilt Sam Diogo aufgrund seiner Tattoos hat. Da ging es um Dealer-Geschichte und sowas. Also alles wirklich völlig daneben und das habe ich hier auch scharf kritisiert im Dezember. So, jetzt gucken wir uns aber mal das Interview von Matthias an, wie er
sich aufgeblasen hat, um hier zum Angriff zu holen. Man merkt aber, dass er ein bisschen eingerostet ist. Ab und zu musste er dann doch nach Luft ringen und kam dann mit irgendwelchen Vergleichen, die, wie ich fand, dann doch etwas schwach waren. Also wenn hier jemand in Desiree Nicks Stöckelschuhen treten möchte, lieber Matthias, dann musst du aber wirklich doch ordentlich die Mühe geben. Das war eher lächerlich. Wir schauen mal rein. Du kommst ja gerade frisch aus dem Format, wir hatten dich ja auch schon gesprochen, zuvor aus Rampensau Germany. Jetzt ist es durch, 7 Folgen. Was ist so dein abschließendes Resümee? Mein abschließendes Resümee ist einfach, dass man immer wieder die Spreu vom Weizen trennen sollte, Schmutz und Dreck beseitigen sollte, langweilige Menschen beseitigen sollte und lang lebe richtigen Trash-Ikonen. Mit wem hast du denn jetzt so gar keinen Kontakt mehr nach den Dreharbeiten? Naja, mit wem habe ich keinen Kontakt? Sagen wir lieber, mit wem habe ich Kontakt? Im Grunde genommen habe ich mit fast allen Kontakt, also mit Joro, mit Flocke nach wie vor natürlich, mit Sam, mit Nana und ansonsten, was der Rest der Meute angeht, außer natürlich Dani Büchner, ihre Töchter, auch ganz engen Kontakt. Und der Rest, ganz ehrlich, wer waren die? Es waren im Grunde genommen die Statisten, es war das Beiwerk. Was meinst du denn, Jasmin Herren und Philipp Bender, werden sie noch in weitere Formate gehen? Also ich glaube, Philipp Bender hat die Unterhaltung eines alten Klavieres, wo die Stimmen bzw. die Note nicht mehr richtig spielen kann. Von daher, ich glaube, der sollte einfach weiter auf seiner Muschel und auf seiner Bongo-Trommel weiter trommeln und sollte mal wirklich Fernsehen und Reality den Profis überlassen. Es ist ganz einfach so. Welchen Profi meint Matthias? Meint Matthias den Profi, der noch nie irgendein Format gewonnen hat? Ist das der Profi? Ihr seht, er, und das fand ich hier schon richtig, richtig daneben, er spricht von Schmutz und Dreck, welches beseitigt werden sollte. Das sind seine Worte zu den Forsthaus-Rampensau-Teilnehmern, die er nach seiner Analyse nicht leiden konnte. Also er noch einmal, er bezeichnet Menschen als Schmutz und Dreck, die man beseitigen sollte. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass bei Matthias irgendwie etwas ausklingt, sobald er irgendein Mikrofon vor seinem Sabbel findet, ja, klingt irgendwas bei ihm aus und er denkt, er geht dann hier in eine Rolle auf, die unterhaltsam ist. Das Einzige, was hier aufgeht, ist, glaube ich, die Kasse des Anwalts, wenn man sich so eine Rotze anhört. Also da muss ich wirklich sagen, da hat Matthias aus meiner Sicht völlig daneben gehauen. Er hat sich total lächerlich gemacht mit dieser Aussage. Und wer hier ein Matthias noch folgt, der Menschen als Schmutz und Dreck bezeichnet und sagt, man müsste sie beseitigen, dann hört es bei mir auf, Freunde. Also das kann ich wirklich gar nicht, nachvollziehen. Und damit ist natürlich, das habt ihr auch so ein bisschen mitbekommen, auch ein bisschen Philipp und Jasmin gemeint. Und Philipp hat auch dieses Interview mitbekommen und hat sich dazu wie folgt geäußert. Das möchte ich euch auch einmal zeigen. So, ihr Lieben, ich mache das Spielchen jetzt mal mit. Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich habe gerade eben ein Reel gesehen, wo mich netterweise der Blitzlichtgewitter-Podcast aus Berlin auch drauf markiert hat, wo sie Matthias Mangiapane interviewen. Und der hatet wieder sehr gegen mich, bezeichnet mich als Dreck, was weiß ich. Er hat es, glaube ich, immer noch nicht verkraftet, dass wir ihn da rausgewählt haben. Das Mensch, ärgere dich nicht, steht immer noch hier. Also ich schick's dir gerne zu. Das hilft dir in der Frustverarbeitung. Jetzt mal eine andere Frage. Er wird doch in jedem Format Vierter. Er ist doch die ewige Vier. In jedem Format Platz 4. Was will er mir denn jetzt sagen? Also bin er jetzt Platz 3 geworden, in einem Format Dritter und er nur Vierter maximal. Also verstehe ich jetzt nicht, wenn er der Profi ist. Aber auf meinen Bongos, wie er sagt, eine Story weiter seht ihr, spiele ich auch sehr gerne. Ja, und dann hat Philipp Bender sein Konzert eingeblendet, was natürlich knüppeldickelvoll war. Und das ist so eine Anspielung auf Matthias, der im Leben, ja, in keine großen Konzerthallen gefüllt hat, sondern einfach nur ein Randdarsteller von Trash-Formaten ist, der möglichst schnell rausgewählt wird. Das ist Matthias für mich, ein Randdarsteller, ein Statist, der irgendwie versucht, im Reality-TV Fuß zu finden, aber kein Ding rockt. Das muss man einfach mal so sagen. Das Einzige, was er zu bieten hat, ist wirklich eine spitze Zunge und Leuten auf den Sack zu gehen und das so lange, bis sie weinen. Das ist der Mehrwert von Matthias im deutschen TV. Und wenn man darauf stolz ist und wenn das der Grund ist, weswegen man sich TV-Ikone nennt, dann ist eh alles verloren. So sehe ich das persönlich. Wir haben natürlich auch noch ein kurzes Statement von Jasmin Herren. Die hat aber das professionell, wie sie ist,
weggelächelt und postete einfach nur diese Frage und äußerte sich wie folgt. Also die Frage war, deine Nerven hätte ich gern, wäre bei Matthias und Sam komplett ausgeflippt. Und sie schreibt einfach nur, gibt Wichtigeres im Leben, wir wollten einfach Spaß haben. Zitat Ende. So kann man damit auch umgehen. Für mich war es wichtig, euch diesen Streit noch einmal zu zeigen. Der ist nicht aufgewärmt, das ist alles aktuell, wie gesagt, Forsthaus Rampensau ist jetzt ja erst im Finale ausgestrahlt worden. Wenn man aber drüber legt, wie lange das eigentlich alles her ist. Also ich meine, wir haben im Dezember darüber gesprochen. Dann wurde das alles, ich glaube, im Sommer aufgezeichnet. Das heißt, wir haben jetzt hier gut ein halbes Jahr, welches verstrichen ist. Und wenn man denn dann immer noch sich so äußert, von Dreck spricht, von Menschen, die beseitigt werden müssen. Halle Julia, dann scheint man ja wirklich ein richtig kleines Ego zu haben, dass man sich über sowas so ärgert und solche verbalen Entgleisungen öffentlich feiert. Man muss aber auch dazu sagen, auch Blitzlichtgewitter-Podcast tut hier nicht sehr viel fürs Frieden. Ganz im Gegenteil, die verlinken sogar noch die Trash-Darsteller auf diesen grenzwertig oder völlig daneben Interviews. Das ist ja nicht das Einzige, was es gibt. Verlinken denn die Trash-Promis drauf, um denn wieder für neuen Beef zu sorgen, um die Leute denn dann in den Podcast zu kriegen, um denn dann aber keine kritischen Fragen zu stellen, sondern denen nach dem Mund zu sprechen. Also, was Blitzlichtgewitter da macht, empfinde ich auch überhaupt gar nicht als gut. Das möchte ich ja einfach auch nochmal sagen. Und ich glaube, zu Matthias selbst muss man nichts sagen. Aber das, was er da geäußert hat, ist, und ich hoffe, wir sind uns hier alle einer Meinung, das ist eindeutig zu viel, meine Lieben. Ein etwas anderes Trash-Thema, ein bisschen anders, ein bisschen, ja, wie ich finde, ein bisschen schlimmer als alles, was wir mit Kim und Tim erleben. Das ist, wie ich finde, unterhaltsam irgendwie, aber das ist eine Schwelle überschritten, von der ich ganz klar mich distanziere, meine Lieben. Alles Gute, wir sehen uns wieder um 14 Uhr mit einem anderen Thema. Tschüss.